zum Thema Future of Food teilgenommen habt. Jetzt geht es weiter nach Ernährung und Food mit Leistungssport. Wer von euch hat The Game Changers gesehen? Hände hoch. Sehr schön. So, zwar unser nächster Speaker war nicht dabei, als The Game Changers gedreht wurde, aber er kann wahrscheinlich viel auch über Leistungssport erzählen. Konstantin, herzlich willkommen. Ist das schon an? Das ist schon an. Okay. Können Sie gleich so, leg los. Okay. Da musst du einfach bei. Ein bisschen warten. Okay. Also, servus Leute. Wie schon erwähnt, mein Name ist Konstantin Preis. Kurz zu meinem sportlichen Hintergrund. Ich bin amtierender deutscher Meister, WM-Teilnehmer 2019 und befinde mich eben zurzeit im Aufbautraining, um mein Ziel, Olympiateilnahme 2020 zu erreichen. Und heute erzähle ich basierend auf meiner eigenen Erfahrung, wie eine 100%ig pflanzenbasierte Ernährung mein Mindset, meine Performance und eben meine Gesundheit enorm verbessert hat. Kurz davor zu meinem Hintergrund, wie ich allgemein mit Veganismus angefangen habe, hat alles vor circa 3 Jahren begonnen und damals hatte ich ziemlich viele muskuläre Probleme wie Zerrungen, Verhärtungen und so weiter. Und nach einem Gespräch mit dem ehemaligen Kunstsprinter Alex Schaff, der sich wirklich seit Jahren vegan ernährt hat, haben mein Trainer Sebastian Markert und ich die Entscheidung zusammengetroffen, das mal auszuprobieren und nun wirklich nach 5 bis 6 Wochen Veganismus waren meine Probleme einfach weg. Wir haben uns natürlich die Frage gestellt, lag das jetzt wirklich an der pflanzenbasierten Ernährung? Die Antwort ist bei mir auch eindeutig ja. Wie ich das feststellen konnte, war auch ziemlich einfach. Ich hatte im ersten Jahr ziemlich viele Schwankungen mit der Ernährung. Ich ernährte mich ab und zu vegan und dann wieder vegetarisch und dann wieder vegan und da merkte ich natürlich die Unterschiede deutlich. Das beste Beispiel wäre dafür wahrscheinlich Auslandssemester USA. Davor habe ich mich eine Weile vegan ernährt und auf einmal musste ich in einem Wohnheim leben, hatte keine Möglichkeit selber zu kochen, musste mich in der Mensa ernähren. Und die hatte eine gewisse Auswahlmöglichkeiten von veganen Produkten und Gerichten, doch die war wirklich immer gleich und wirklich sehr gering. Und da habe ich mich einfach gezwungen gefühlt, das mal auf das Vegetarische zurückzugreifen, da die Essensauswahl größer war. Und nach circa 3 Wochen kamen die ersten Verhärtungen wieder zurück und da war ich für 4 Wochen nicht zu 100% belastbar und musste stattdessen ein Alternativtraining machen. Und das macht keinen Athleten Spaß. Bei so einer Umstellung spielt eben das Umfeld eine riesige Rolle, wie jetzt bei mir in den USA. Und ist es mir eben leicht gefallen, auf einmal von 0 auf 100 vegan zu werden am Anfang oder nicht? Und wie mein Umfeld mich eben beeinflusst hat. Aber ich sollte mich eher zu den Zeitpunkten fragen, wie determiniert ich eigentlich bin, um die Sache einfach wirklich durchzuziehen. Und was ich wirklich zu 100% sagen kann, ist, dass es immer irgendjemanden gibt, der die Umstellung schlecht kritisiert. Es gibt viele Trainer, die denken, die wissen es besser als du und da kommen einfach immer schlechte Kommentare von außen. Und die einzige Sache, die sich bei mir verändert hat, war einfach ich selbst. Ich habe einfach gelernt, mit der Sache umzugehen und einfach anders zu reagieren auf die schlechte Kritik und keine aggressiven Diskussionen zu führen, sondern einfach eine ganz ruhige, normale Gespräche und genau. Und so eine Umstellung kann eben immer funktionieren, egal ob es Leistungssport oder auch nicht. Und die einzige Sache, die daran hindert, ist eben die Komfortzone. Aber dazu komme ich auf jeden Fall noch später genauer drauf. Also ganz am Anfang bin ich von 0 auf 100 vegan geworden. Es hat auch nur gut funktioniert, aus dem Grund, dass meine Mutter mit mir vegan geworden ist. Und sie hat einfach das meiste gekocht und das war auf jeden Fall eine große Hilfe. Eben für einen Familienabend hat sie dann viel mehr kochen müssen, damit alle Familienmitglieder zufrieden sind. Und damals war aber mein Freundesumfeld nicht unbedingt offen für meine Entscheidung. Und wenn ich wieder das Beispiel USA nehmen würde, da kamen beim Essen solche Kommentare wie, du isst ja wieder das Gleiche, hast du nicht genug davon, ess mal was Gescheites, du isst nur Gras und sowas halt. Und das uns halt Bekannte ist, wo bekommst du deine Proteine her?
das Ganze hat sich dann natürlich summiert und die ganze Situation. Und da musste ich aufgeben und da war natürlich für mich das Ergebnis ein Monat Alternativtraining. Und das war der Moment, wo ich mich entschieden habe, okay, für meine ganze Leichtathletiklaufbahn will ich vegan sein, da ich merkte, wie wichtig die Ernährung ist und was für Auswirkungen das im Körper haben kann und vor allem, wie schnell das gehen kann. Und der Moment, wo ich mich entschieden habe, für mein ganzes Leben vegan zu bleiben, war, als ich angefangen habe, mich mit der ethischen Frage zu beschäftigen. Vor 2 Jahren, wo ich mich dann entschieden habe, okay, das will ich zu 100% durchziehen, vegan ist für mich dann wichtig geworden und es hat mir sehr geholfen, sprich keine Ausrutsche mehr, dann haben mir 3 Punkte bei der Umstellung geholfen. Und das erste ist Einfachheit am Anfang. Ich habe es mir wirklich so einfach wie möglich gehalten. Ich habe einfach das gekocht, was ich immer schon gekocht habe, einfach nur die tierischen Produkte mit dem pflanzlichen ersetzt. Und es hat mir auch viel mehr Zeit gespart und es hat mir auch viel besser geschmeckt. Das zweite ist die Einkaufsstellen neu kennenlernen. Ich habe mir einfach gemerkt, wo die veganen Produkte liegen und nach einer Weile hat es mir Zeit gespart und einfach von einer Regale auf die andere gegriffen und dann war ich nicht mehr in Anführungszeichen nur vegan einkaufen, sondern ganz normal einkaufen. Und Veganismus hat mir in dem Sinne auch die Augen in verschiedenen Aspekten geöffnet. Seitdem kaufe ich tatsächlich nur hauptsächlich in Biomärkten oder sogar Wochenmärkten ein und ich versuche natürlich so arg wie möglich saisonell und regionell einzukaufen. Und das Wichtigste wahrscheinlich für mich war ich habe mir das Gefühl entwickelt, auf den eigenen Körper hören zu können. Ich habe darauf geachtet, wie sich mein Körper während der Umstellung ändert, wie sich die Verdauungszeit verändert hat und oder ob ich mich schwächer oder stärker fühle. Und das ist eben wichtig im Leistungssport, denn je besser ein Athlet auf seinen eigenen Körper hören kann, desto leichter ist es einfach, Verletzungen vorzubeugen. Und wenn wir schon über Athleten reden, Die zwei wichtigsten Aspekte von einem Athleten wäre wahrscheinlich Mindset, sprich mentale Stärke, mentale Belastbarkeit und Körper. Regeneration, Belastbarkeit, die ganzen mechanischen Vorgänge und in beiden Fällen spielt eben Ernährung eine sehr wichtige Rolle. Aber was hat sich denn bei mir eigentlich verändert und wie hat sich die sportliche Leistungsfähigkeit dabei verbessert? Wenn ich nochmal das Beispiel USA nehmen würde, von nach einer Weile vegan, wieder vegetarisch, dann wieder vegan, die Probleme verschwanden, kamen sie wieder, dann verschwanden sie wieder. Also wie hat mir wirklich die pflanzliche Diät dabei geholfen, die Probleme zu beseitigen? Aus diesem Bild kann ich für mich persönlich eigentlich das Wichtigste herausnehmen, das sollte vielleicht manche von euch das erkennen, das ist eben ein Screenshot aus dem Game Changers Movie. Das sind Blutproben 2 Athleten, die eine klarere Probe ist von einem Athleten, der sich vegan ernährt und die eine trübe Probe von einem Athleten, der auch tierische Produkte konsumiert. Aber die Folgen von den Diäten sind auf diesem Bild besser zu erkennen. Die tierische Produkte bzw. Ernährungsweise führt eben zur Verkalkung von Arterien und dadurch zu einer schlechteren Durchblutung. Und eine gute Durchblutung ist natürlich unerlässlich für einen leistungsfähigen Körper. Und da die tierischen Produkte auch einen hohen Entzündungswert haben, sorgt dieses auch für eine extra Verengung der Arterien. Und das heißt, dass wir hier einfach einen doppelten Faktor für Schäden haben, Verkalkung und Verengung, was natürlich im Leistungssport sehr hindern kann. Meine Gefäße sind aber eben freier geworden. Alle Organe und Muskeln wurden viel effizienter als zuvor durchblutet, sprich keine Faserrisse mehr und keine Verhärtungen. Natürlich habe ich das auch in anderen Fällen gemerkt, wie zum Beispiel kalte Hände oder kalte Füße. Früher war das bei mir auch im Sommer bei 30 Grad keine Seltenheit, dass ich kalte Hände habe. Und heutzutage ist sie auch im Winter ziemlich selten bei mir. Dadurch haben natürlich nicht nur die Muskeln und die kalten Hände profitiert, sondern allgemein der ganze Körper an sich. Alle Organe wurden viel besser und effizienter als zuvor durchblutet. Und das hat natürlich für viele Aspekte der Leistungssteigerung gesorgt, da der erhöhte Durchblut einfach ein Eckpfeil für eine optimierte Leistung ist, weil dadurch Sauerstoff oder lebenswichtige Nährstoffe an unsere Zellen von Muskeln, Gehirn oder übrigen Körper schneller und besser effizienter erreichen. Dadurch die Verbesserung bzw. die positive und schnell bemerkbare Folgen nach der Umstellung waren die verbesserte Ausdauerfähigkeit ohne zusätzliches Training. Oder ich habe auch viel schneller regeneriert als je zuvor. Meine Muskeln waren zwar nicht größer, auf einmal ohne irgendwelches Training, aber die waren viel kräftiger. Und wo ich es insbesondere gemerkt habe, war wahrscheinlich die Verdauung. Ich hatte wirklich viele Darmprobleme vor der Umstellung und heutzutage ist auch das eine Seltenheit. Und ich war morgens viel konzentrierter und wacher als sonst. Ich konnte auch ohne Kaffee oder ohne Frühstück in die erste Einheit gehen, als ob ich ganz normal gefrühstückt habe und dann war ich energievoll und konnte die Einheit so effizient wie möglich nutzen. Dadurch hat sich natürlich auch mein Schlaf extrem verbessert. Das sind eben aber nur ein paar Folgen nach der Umstellung.
Gehen wir mal kurz auf die wichtigen Aufgaben der Nahrung. Was soll eigentlich eben Nahrung in dem Körper bewirken, dass wir leistungsfähiger sind? Die erste ist Schutz. Das sorgt für Aufbau von Knochen, Sehnen, Bändern und Muskeln. Dann eben Leistung sorgt für Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Konzentration und Erholung, Regeneration, Reparation, Aufbau und Auffüllung von den Speichern. Und diese Aufgaben umzusetzen, finde ich auch viel einfacher auf einer pflanzlich basierten Diät. Dazu komme ich auch gleich drauf. Da gehen wir nämlich davor kurz auf die Makronährstoffe ein. Da steckt ein Grund dahinter, warum ich das so finde. Die Makronährstoffe sollen es jedem bekannt sein, eben die Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Und da will ich auch nur einen kurzen Einblick darauf geben. Das basiert sich rein auf meiner eigenen Erfahrung, auf mein Körpergefühl und aus ein paar Gesprächen mit den Athleten, die auch die Umstellung durchgemacht haben, aus auch ein paar Erfahrungen von verschiedenen Trainern. Als Sprinter esse ich tatsächlich hauptsächlich nur Kohlenhydrate. Das ist eine schnelle und effiziente Energiebereitstellung. Und ich merkte als Veganer, dass die Verdauung sich extrem verkürzt hat. Sprich, dass der Energieaufwand für die Verdauung auch geringer war. Das heißt, dass ich zwischen den Einheiten mehr essen konnte, ohne dass ich in der zweiten Einheit auf einmal Brechreize bekomme, weil ich zu viel gegessen habe oder das Essen nicht verdaut wurde. Und dadurch hatte ich natürlich auch eine schnellere Energiebereitstellung. Klar, am Anfang gerade ist das Problem, dass ich habe ein bisschen schnell Hunger bekommen. Und das ist auch ein Problem von vielen Athleten. Die ziehen die Sache nicht durch. Klar, der Körper braucht immer eine Adaptationsphase am Anfang. Und nach 2 Wochen ist es nicht so weit. Und der Körper wird natürlich sich an die neue Reize gewöhnen müssen. Und da soll man der Sache einfach wirklich mal 5 bis 6 Wochen Zeit geben, um allgemein erstmal die Folgen zu sehen und nicht nur die Nachteile. Das beste Beispiel wäre wahrscheinlich Triathlon dafür. Das ist eine sehr lange Belastung, sowohl im Training als auch im Wettkampf. Und der richtige Mix aus Nahrungsmitteln während dem Training und im Wettkampf ist sehr wichtig für den Triathleten. Dadurch kann man zum Beispiel mit schnell verfügbaren Kohlenhydraten die Glykogenspeicher schonen und mit den Aminosäuren, mit dem richtigen Umgang mit den Aminosäuren natürlich die Regeneration fördern und auf lange Distanzen auch Energie bereitstellen. Und das Ganze ist viel einfacher auf einer pflanzlichen Diät, alleine aus dem Grund, dass die Verdauung sich einfach verbessert hat. Und bei den Proteinen habe ich das insbesondere gemerkt, sowohl als Carnivore habe ich supplementiert, auch als Veganer supplementiere ich mit Proteinshakes, weil es einfach eine schnelle und leichte Proteinzufuhr ist. Und Beispiel, wenn ich am Tag 2 Trainingseinheiten hatte und nach der ersten Einheit einen 40 Gramm Proteinshake mit Milch zu mir zugenommen habe, tierisch natürlich, dann war ich auf einmal träge, müde, unkonzentriert und habe zwischen den Einheiten einfach mehr Pause gebraucht, vielleicht auch ein Nickerchen zu machen, einfach mich zu erholen und dann in die 2. Einheit zu gehen, wo ich auch noch immer noch müde war. Und seit der Umstellung habe ich das Problem einfach gar nicht mehr gehabt. Ich war genauso konzentriert und wach wie vor der ersten Einheit und konnte die Zeit zwischendrin effizient nutzen. Und wenn wir schon über Proteine reden, ich versuche am Tag so circa 100 Gramm bis 120 Gramm Proteine zu mir zu nehmen. Es hängt natürlich von der Sportart ab, bei mir ist aber so der Fall. Und ich versuche natürlich so viel wie möglich durch die Ernährung meine Proteine zu mir zu nehmen. Das hängt natürlich aber von meinem Tagesablauf ab. Wenn ich jetzt Zeit habe zu kochen und mich damit auseinanderzusetzen, kann es sein, dass ich am Tag vielleicht nur 20 Gramm supplementiere oder manchmal auch gar nichts. Oder wenn ich einfach eine schnelle Zufuhr brauche, weil ich keine Zeit habe zwischen den Einheiten habe, dann nehme ich einfach 2 Proteinshakes, 40 Gramm und dann gehe ich in die Einheit. Genau. Und dann sind noch die Fette übrig. Das ist so ähnlich wie davor. Hier sollen wir aber erstmal allgemein unterscheiden zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Fakten sind, dass ungesättigte Fettsäuren sich positiv auf unser Herz-Kreislauf-System auswirken. Und das ist eben noch effektiver, wenn die gesättigte Fettsäure zugunsten von ungesättigten Fettsäuren ausgetauscht werden. Und seit der Umstellung sind meine LDL-Werte, LDL-Cholesterin-Werte, die eher in den tierischen Produkten vorkommen, gesunken und meine HDL-Werte haben sich erhöht. Und worauf wir Sportler eben noch extremer achten sollen, sind die Säuren und Basen. Davon hängt nämlich extrem die Regenerationszeit ab. Ein Athlet produziert eine große Menge an Säure während dem Training, dann kommt noch der ganze Alltagsstress. Milchsäure soll jedem was sagen. Diese zerstört den Muskeln, verlängert die Regeneration und übersäuert unseren Körpern auch extrem. Und die Base sorgt eben dafür, dass diese Säure neutralisiert wird. Und wenn man sich viel mit der veganen Ernährungsweise auseinandersetzt, dann kann eben diese Diät zu 90-95% basisch sein. Und das heißt eben im Klartext, dass die Übersäuerung die sämtliche körperliche Lebensfunktionen
beeinträchtigen kann und auf Dauer auch noch mehr Schaden zufügen. Und der entscheidende Punkt ist eben, eine Balance zwischen den Nährstoffen zu erreichen, da der menschliche Körper einfach einen leicht alkalischen Wert haben. Schauen wir das Ganze in einem Beispiel an. Hier sind eben zwei mehrere Proteinquellen, die eine Seite pflanzlich, die andere tierisch. Und jedem Nahrungsmittel kann eine Zahl zugeordnet werden, welche das relative Potenzial einer Basizität widerspiegelt. Und je höher die Zahl, desto basischer der Nahrungsmittel. Und da merke ich, wenn ich einfach grob auf die Tabelle gucke, dass welche Proteinquelle für mich effizienter ist, nach dem Training unschnell regenerieren zu können. Und Schweinefleischsteak ist jetzt nicht unbedingt optimal, da leistet einfach der übersäuerte Körper Energie, um eine Säure zu produzieren, um angeblich optimal zu regenerieren. Also für mich persönlich hat es nicht Sinn gemacht. Und wenn ich mir eben die meisten Athleten anschaue, dann ist die Hauptnahrungsquelle auf säurebildenden Produkten basiert. Und dies ist fast auch nur Säure, also hauptsächlich nur säurebildend. Und da spreche ich leider auch aus Erfahrung und natürlich aus Beobachtung von verschiedenen Athleten bei Wettkämpfen oder Trainingslagern. Und wenn wir uns das Ganze an einem Beispiel angucken, was ein Athlet an einem Tag ist, der sich tierisch ernährt, zum Frühstück gibt es dann Müsli mit Milch oder Eier mit Speck. Das ist eben säurebildend, dann direkt am Morgen. Dann geht man in die erste Einheit, bildet wieder Säure. Und dann gibt es danach ein Whey-Protein mit Milch, was wieder Säure ist. Und dann isst man vielleicht was aus Milchprodukten, vielleicht noch einen kleinen Salat dazu und ein Stück Fleisch, ist wieder Säure. Dann snackt man was dazwischen mit dem Proteinbar, wieder aus Whey-Protein. Dann geht man in die zweite Einheit, wo noch intensiver trainiert wird, dann wird man wieder Säure produziert. Und als Abendessen gibt es dann auch ein fettes Schweinefleischsteak, was noch schlimmer ist. Und wann soll bitte der Körper dabei eigentlich regenerieren? Wenn wir noch kurz daran denken, welche schnell bemerkbare Folgen bei der Umstellung waren, dann merken wir die bessere Verdauung oder eben morgens wacher und konzentrierter und besserer Schlaf. Da können wir daraus Schlüsse ziehen, dass die Übersäuerung eben den gegenteiligen Effekt haben kann, wie Magenbeschwerden oder Konzentrationsschwäche oder Müdigkeit, Muskelkrämpfe und erhöhte Entzündungswerte, da spreche ich auch gleich drüber. Und wenn wir eben so im Gegensatz die vegane Essenspyramide angucken, die meisten Sachen in der Pyramide sind eben basisch. Und der untere Bereich ist eben nur Obst und Gemüse, das ist meine Hauptkohlenhydratenquelle. Und der Hauptanteil an Obst und Gemüse ist natürlich Wasser. Und Wasser ist eigentlich immer noch der wichtigste Regenerationstool für eine Person, denn Wasser gilt als Ampholyt und Ampholyt kann als Säure und als Base wiedergespiegelt werden. Und das lässt unsere Regeneration einfach explodieren und dadurch regeneriere ich auch viel, viel schneller. Dazu kommen auch natürlich die ganzen Mikronährstoffe, die darin enthalten sind, was eben noch ein Vorteil für eine vegane Ernährung spricht. Die weiteren Folgen waren natürlich eine verbesserte Muskeleffizienz. Die pflanzlichen Lebensmittel, enthaltenen Nährstoffe haben nicht natürlich die Expansion der Arterien gesorgt, sondern allgemein die schnellere und bessere Kontraktion unserer Muskeln und schonen ihre Energiereserven und Speicher und natürlich sorgen dafür, dass der Muskel mehr Arbeit verrichten kann und weniger Energie dafür zu leisten. Und zusätzlich sind natürlich die pflanzlichen Mittel keine Mineralienblocker, wohin die tierische das eher sind. Der weitere Punkt sind eben die reduzierten Entzündungswerte. Ernährung kann ein wirksames Tool sein, um dies auch zu steuern und Entzündungen zu schwächen und Regeneration zu fördern und auch chronische Entzündungen zu bekämpfen. Und es kann aber eben den gegenteiligen Effekt haben, wenn man es nicht richtig macht. Und Entzündung ist natürlich natürliche Immunantwort unseres Körpers auf Verletzungen, fremde Eindringlinge und auch körperliche Betätigkeit, was jeden Tag im Training passiert. Und in seiner akuten Form kann eine Entzündung ein sofortiger, notwendiger Teil sein, um die Regeneration zu fördern. Aber wenn man dieses eben verschlimmert, dann kann eine Entzündung eben diesen gegenteiligen Effekt haben, wie Schmerzen und Schwellungen verstärken oder Erholung zwischen den Trainingseinheiten verlängern. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Und in Anbetracht dessen kann eine unnötige Entzündung die körperliche Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigen. Die tierischen Produkte fallen eben in die letztere Kategorie. Umfangreiche Untersuchungen haben gezeigt, dass die Fleischprodukte und allgemein alle tierischen Produkte eine Vielzahl entzündungsfördernder Verbindungen und Moleküle haben, darunter natürlich auch bakterielle Endotoxine. Und die Pflanzen fallen auf das entgegengesetzte Ende des Spektrums. Die sind von Natur aus mit vielen Antioxidanten und entzündungshemmenden Substanzen gefüllt.
Dieses Diagramm sollte auch die meisten erkennen, die die Game Changers gesehen haben. Da ist der Kontrast zwischen den beiden Fällen Veganismus und tierische Ernährung deutlich zu sehen. Und Pflanzen haben im Durchschnitt das 64-fache an Antioxidanten im Gegensatz zu den tierischen Lebensmitteln. Und allein wenn ich mir diese Tabelle ansehen würde als ein Athlet, der nicht so viel Ahnung hat, da weiß ich schon, welche Ernährungsweise ich eigentlich bevorzugen würde. Jetzt habe ich ganz viel darüber geredet, wie eine tierische bzw. eine vegane Ernährungsweise die körperliche Leistungsfähigkeit verbessern kann. Aber es gibt natürlich auch andere Bereiche, was nicht unbedingt den Körper betrifft, wie Mindset, worauf Veganismus einen großen Einfluss haben kann und natürlich dadurch auch die Leistung beeinflusst wird. Was hat aber Veganismus mit Mindset zu tun? Die Antwort ist bei mir zumindest persönlich auf der ethischen Frage basiert. Viele Athleten haben Ernährungsberater und Coaches, die sich darum kümmern, die Ernährung bestmöglich anzupassen, damit auch die Leistung passt. Viele machen das aber nicht und essen, worauf sie Lust haben. Menschen sind auch unbewusst ziemlich ignorante Lebewesen. Und die meisten Athleten achten nicht darauf, ob das zu sich genommene Essen für Leid sorgt oder für weitere Probleme und Folgen. Und ich höre oft in Konversationen die Aussagen wie: Der schmeckt mir viel zu gut, um das auszulassen. Das ist für mich persönlich eine Schwäche, die im Leistungssport nicht zu suchen hat. Und das Zweite wäre... wenn ich mir ein Video ansehen würde, wie die Tiere in der Massentierhaltung gehalten werden und wie die da leiden, dann könnte ich Fleisch gar nicht mehr essen. Deswegen schaue ich es mir einfach gar nicht an und kann es weiter genießen. Das ist das beste Beispiel für Ignoranz, denn Ignoranz ist natürlich die Kunst, mit offenen Augen nichts sehen zu wollen. Und allgemein wird von einem Thema abgelenkt und die Menschen fühlen sich halt persönlich angegriffen, weil sie keine Ahnung haben und wollen sich natürlich damit auch nicht beschäftigen. Und eben, wenn viele Athleten sich gegen diese Punkte stellen würden und nicht nur an sich denken würden, dann wäre das eine enorme Challenge für einen leistungsfähigen, für eine Leistungssteigerung. Und dies ist auch einer der besten Wege, um die Komfortzone zu verlassen. Das ist eben ein Modell der Komfortzone. Und alle haben Angst, dass sie nicht genug Proteine bekommen, obwohl es schon so viele Athleten gibt und auch Wissenschaftler, die das bewiesen haben und die Beweise schwarz auf weiß haben. Alle denken, dass es zu kompliziert ist, von einem Regal auf die andere zu greifen. Und alle finden es zu stressig, was Neues zu lernen. Und die alle befinden sich eben in dieser weiß-grauen Zone. Ausreden und haben Angst, suchen Ausreden, haben Zweifel. Und das finde ich, ein Sportler, der auf dem Weg nach oben sein will und irgendwas Großes erreichen will, soll diese zwei Zonen vermeiden, sonst erreicht man die Grenze viel zu schnell. Und sobald man die Grenze erreicht hat, fällt natürlich die Leistung. Um als Athleten auch Persönlichkeit sich zu entwickeln, soll man sich eben in der Wachstumszone befinden. Oder natürlich, man kann sich eine Pause gönnen und in der Lernzone sich mal ein bisschen ausruhen, aber nie weiter. Man sollte sich eben neue Ziele setzen, neue Probleme angehen, neue Skills erlernen. Und Veganismus ist ein perfekter Tool, um das auch einzusetzen. Und wenn man nur Angst hat, dann hat man eben auf der Stelle bleibende Mindset und Denken. Und dasselbe alte Denken führt zu denselben alten Ergebnissen. Ich würde aber Ergebnisse mit den Problemen ersetzen. Und wir wollen natürlich im Sport nicht auf der Stelle bleiben. Und natürlich auch im Leben nicht. Deswegen, probiert es mal aus, wenn ihr das nicht macht. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben leider keine Zeit, damit ich jetzt die Fragen noch beantworten kann. Ich werde auf jeden Fall noch eine Weile da sein, wenn ihr auf mich zukommen wollt. Oder ihr könnt mich gerne auch auf Social Media anfragen, wenn ihr was wissen wollt. Konstantin Preis einfach eingeben. Genau, ich werde das alles gerne beantworten und freue mich auf euch.